Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Dorp Demi. Und ja Leute, heute gucken wir uns mal das Haustier, das Household Egg an, wenn es in Adopt Me reinkommen könnte. Und das ist sehr wahrscheinlich eins der nächsten Eggs, die in Adopt Me tatsächlich reinkommen werden. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das Haustier-Egg, was für Pets können da reinkommen, wie können die aussehen, das schauen wir uns in diesem Video hier an. Like doch gerne das Video, falls dir gefällt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann Leute, mein Hals tut mega, mega, mega weh, aber ich muss ja trotzdem irgendwie für euch aufnehmen, Leute, weil ich will ja jeden Tag für euch ein Video hochladen, obwohl ich am liebsten heute nicht aufgenommen hätte, aber Leute, ich krieg das irgendwie schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich hier gerade abquäle, aber es tut weh, das heißt, verzeih mir auf jeden Fall, falls ich nicht so motiviert oder krass reden kann, aber irgendwie kriege ich das schon hin, okay? Also Leute, heute gucken wir uns mal das Haustier an, aber davor würde ich sagen, benutze gerne Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox kaufst, um mich kostenlos zu unterstützen. Außerdem habe ich neuen Relive-Match rausgebracht, Leute, die Sommer-Edition sieht mega, mega cool aus. Gerne auch abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung oder einfach jojo-hp.de eingeben. T-Shirts sind mega, mega cool, Leute. Und dann würde ich sagen, Leute, schauen wir uns das Egg an nach dem Intro. Ja, Leute, gehen wir mal in die Nursery rein. Und hier haben wir noch das Ocean Egg. Leute, außerdem hat Overlook Bay, das ist auch ein Spiel auf Roblox, das hat letztes auch ein Ocean Egg quasi ausgebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist viel, viel, viel cooler als das aus Adopt Me, meiner Meinung nach. Und das, was sie da gemacht haben, die haben, um das Ocean Egg quasi zu prämieren, haben die nicht hier nur kurz die Skybox gewechselt, die hier eigentlich auch nicht gewechselt ist, Leute. Ich meine, wo ist jetzt, wo ist das Wasser hin, hä? Hallo? Wo ist das Wasser hin, Leute? War ich ja noch nie nachts drin oder ist das jetzt neu, dass hier das Wasser weg ist? Jedenfalls haben die eine komplette neue Insel gebaut, Leute, und das ist mega krass. Also, der hätte hier, glaube ich, auf jeden Fall mal ein Stückchen davon abschneiden können. Ich meine, hier wird die Skybox gewechselt, hier sind ein paar Algen dazu gekommen und wir haben das neue Egg mit 8 neuen Pets. Bei Overlook Bay sind es tatsächlich 20, aber Leute, eventuell bekommen wir in dem Household Egg, also im Haustier-Egg, mehr als 10 Pets, was natürlich mega, mega cool wäre. Ja, gerade haben wir noch das Ocean Pet, Leute. Schauen wir uns jetzt aber mal das Haustier-Egg an. Was stelle ich mir für, Leute, ich meine, Haustiere. Haustiere, die Standard-Haustiere sind natürlich Hunde und Katzen. Ich meine, Leute, schreibt mir in die Kommentare, habt ihr einen Hund oder habt ihr eine Katze oder habt ihr generell ein Haustier zu Hause? Und wenn ja, schreibt doch gerne mal rein, welches und vielleicht sogar noch den Namen. Also ich habe 3 Katzen, Leute. Lia, Mia und auch eine Katze, die heißt Kati. Lia und Mia haben wir selber gekauft und Kati ist uns zugelaufen und dann haben wir sie aufgenommen und halt auch Kati genannt, weil ja, ich finde den Namen süß. Ich finde den Namen süß. Und schreibt mir in die Kommentare, hast du Haustiere? Wenn ja, wie heißen sie? Und welche Haustiere hast du in die Kommentare? Und Leute, lasst uns jetzt mal das Haustier anschauen. Ich bin mir sicher, dass jetzt da nur ein paar Pets vorgestellt werden und nicht irgendwie 10 Stück oder sowas. Aber ich meine, ist ja besser als gar nichts, Leute. Wie gesagt, ist es nicht bestätigt von Adopt Me, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Haustier bald in Adopt Me reinkommen wird. Weil Leute, Adopt Me hat eine Umfrage gemacht und dort hat Adopt Me gefragt, yo, welches Egg hättet ihr gerne als nächstes? Das Ocean Egg, das Mythical Egg, das Haustier Egg oder das Rural, also das ländliche Egg? Und dort haben die meisten halt für das Ocean Egg abgestimmt, ich unter anderem auch. Und deshalb haben wir auch das Ocean Egg bekommen. Als nächstes war dann das Mythical Egg und danach war das Household Egg, glaube ich, Leute. Und das heißt, es ist auf jeden Fall auf der Adopt Me Liste von den Eiern, die als nächstes kommen könnten. Eventuell noch im Jahre 2021, eventuell aber auch im Jahr 2022. Werden wir dann sehen, Leute, mal schauen, ob Adopt Me bisher noch läuft. Ich wäre auf jeden Fall cool dabei und ich wäre auf jeden Fall dabei und ich hoffe, ihr auch. Leute. Das heißt, abonnieren und Glocke aktivieren, um das nicht zu verpassen, Leute. Und jetzt springen wir wirklich mal ins Video, Leute. Links zum Originalvideo auch in der Videobeschreibung und let's go. Okay, Leute, hier verwandelt sich gerade das Ocean Egg in das Farm Egg, nicht Farm Egg, Leute, in das Haustier Egg. Und das sieht auf jeden Fall so aus wie ein Hund, Leute. Ein normales Ei, ein weißes Ei mit Hunde hier Ohren dran quasi. Sieht auf jeden Fall ziemlich süß aus. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, Leute, was es da für Pets drin gibt. Kaufen wir direkt mal, Leute. Bye. Komm schon. Kaufen, kaufen, kaufen. Was wartet der so lange? Okay, kaufen und easy, Leute. Da haben wir es jetzt. Household Egg sieht auf jeden Fall mega cool aus hier noch mit diesen Pfoten drauf. Sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Ich denke mal, wenn es halt im Endeffekt im Spiel ist, wird es noch ein bisschen cooler aussehen. Aber das sieht auch schon ganz cool aus. So, Leute, fangen wir an mit dem Öffnen. Hatch now. Und das erste Household Egg wird geöffnet und wir haben einen Hamster bekommen. Yo! Einfach ein Hamster, Leute. Oh, der ist voll süß. Ein Hamster fehlt tatsächlich wirklich noch in Adopt Me. Ist kommen. Wäre auf jeden Fall mega cool, Leute. Wie gesagt, keine bestätigten Pets, aber Ideen und Theorien und Konzepte, die halt ziemlich cool sein könnten. Oh, ein Neon-Hamster, Leute. Oh, das sieht auch cool aus. Auch cool aus. Und Mega-Neon sieht auch richtig, richtig fresh aus. Würde ich auf jeden Fall so ein Spiel nehmen, Leute. Würde ich auf jeden Fall so ein Spiel nehmen. Was meint ihr zu den Pets? Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein. Auf jeden Fall Hammy, Leute. Er ist einfach Hammy. Oh, das ist ja süß. Das ist ja süß, Leute. Und das nächste Household Egg wird geöffnet. Hatch now. Und boom. Ein Pug. Ein Hund. Eine weitere Hunderasse. Der englische Name sagt mir jetzt nichts. Das deutsche kenne ich sehr wahrscheinlich, Leute. Ich kann mal ganz kurz hier einblenden. Na gut, Leute. Es ist halt Mops, ne? Es ist halt Mops, Leute. Pug auf jeden Fall auf Englisch ankommen. Sieht auf jeden Fall auch mega süß aus. Und wow, der Neon-Mops, der leuchtet ja komplett, Leute. Der leuchtet ja komplett.
Was ich süß finde, Leute, ein Chihuahua. Wenn wir ein Chihuahua bekommen würden, oh mein Gott, Leute. Oh, ein Mega-Neon-Mops. Oh, Alter. Der wäre schon fresh. Den hätte ich gerne, Leute. Aber ein Chihuahua finde ich nochmal ein bisschen süßer. Und das nächste Household-Egg wird geöffnet. Und Leute, Hedgenau, was bekommen wir raus? Und eine Ägypten-Cat. Okay. Also, wer eine ägyptische Katze zu Hause hat, das will ich wissen, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall mal auf Instagram, falls ihr eine ägyptische Katze zu Hause habt, Leute. Auch gerne auf Instagram folgen übrigens und auch gerne meinem Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Aber als Rare eine ägyptische Katze, ob das jetzt so ein Household-Egg, ich hätte da vielleicht eine andere Katzenrasse genommen. Ich meine, wir haben ja eine normale Cat, eine Pink Cat und eine Ginger Cat und eine Snow Cat. Aber ich meine, eine ägyptische Cat, ja, wow, ein Neon sieht ja aber extrem cool aus, Leute. Aber ich meine, ein Haustier ist das jetzt ja nicht, oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Haben Leute ägyptische Katzen zu Hause? Okay, Leute, ein Household-Egg. Weiter geht's, Leute. Jetzt müsste das Ultra-Rare kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal von aus, der zeigt jetzt 5 Stück. Wie gesagt, sind nur Konzepte, Leute. 3, 2, 1 und Hilfe. Okay, Leute, weiter geht's. Hatch now und boom, ein Chamäleon. Wow, das sieht voll süß aus, Leute. Und das haben wir auch noch nicht in der Doppi drin. Das würde rein theoretisch richtig gut reinpassen. Das ist auch süß, Leute. Und ich glaube, der Doppi kann das mega, mega süß machen. Und ein Chamäleon. Na gut, eine Maus fehlt noch, oder? Eine Maus haben wir noch nicht in der Dopmi. Wir haben zwar eine Red und, oh mein Gott, Leute, stell dir mal vor, das könnte sich einfach so unsichtbar machen. Okay, ein Neon-Chameleon. Das ist auf jeden Fall cool, Leute. Das ist auf jeden Fall cool. Ein Chameleon, na gut, ich kenne jetzt niemanden im echten Leben, der ein Chameleon als Haustier hat, aber why not, Leute? Finde ich cool, finde ich nice. Finde ich nice im Spiel. Was meint ihr, wie gesagt, in die Kommentare? Und mega Neon-Chameleon, cool, Leute. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, Leute. Was wird das sagenhafte, was wird das legendäre Dopmi-Household-Egg-Pad sein, Leute? Wir werden es jetzt herausfinden. Und, Leute, öffnen wir das Egg. 3, 2, 1. Und Legendary-Pad, Leute. Sagenhaftes Pad aus dem Household-Egg. Und, oh, ein Budgie, Leute. Oh, das sieht süß aus. Leute, das ist Parrot 2.0 einfach. Das wäre mega, mega cool. Das wäre mega, mega cool, Leute. Das sehe ich mir, Leute. Als Legendary Pet fände ich das auf jeden Fall ziemlich angemessen. Und ja, Leute, sieht auf jeden Fall mega, mega süß aus und mega cool aus. Das Ganze noch in Neon an. Okay, Neon, ja. Sieht auch cool aus, Leute. Sieht auch cool aus. Und jetzt noch Mega Neon, Leute. Mega Neon. Yo! Alter, den hätte ich auf jeden Fall gerne im Mega Neon. Da haben wir nochmal alle zusammen, Leute. Alle 5, die hier vorgestellt wurden. Und sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Welches ist dein Lieblings von diesen 5? Schreib es doch auch gerne mal in die Kommentare. Gott, du musst ja eine Menge in die Kommentare schreiben. Aber warum nicht, Leute? Also, ja, gut. Wir hätten noch eine Maus, hätten wir noch hinzufügen können. Vielleicht eine andere Katzenrasse noch. Was gibt's noch so? Hamster haben wir gemacht, Leute. Was gibt's noch so für Haustiere? Ich meine, ich werde es ja in den Kommentaren lesen. Na gut, ich meine, Schlangen haben manche auch als Haustiere. Aber die haben wir jetzt ja letztens erst einen ins Spiel reinbekommen. Und dann gibt es noch einen Hamster, hatten wir schon. Und dann gibt es halt noch Hasen, aber Hasen haben wir schon. Und Meerschweinchen wäre auch süß, Leute. Jedenfalls würde ich sagen, was mit dem Video? Ich denke mal, das Household-Egg wird bald in der Zukunft in den Dopmi reinkommen. Aber vielleicht kommt zuerst das Mythical-Egg. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Like doch gerne das Video, falls dir gefällt. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Meine Stimme fällt gerade auseinander, Leute. Aber ich werde das Video noch zu Ende bringen, ja. Ich werde das Video irgendwie noch zu Ende bringen mit all meiner Kraft. Check doch gerne die Videobeschreibung aus. Dann findest du mein Real-Life-Merch, mein Roblox-Merch. Und noch den Link im Discord-Server. Und ja, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao. Oh, das wird wehtun. Leute! Oh, oh. Nein, nochmal, nochmal. Leute!